Ladies and Gentlemen, liebe Pelikane, willkommen zur 9. Folge Sniper Elite V2 mit dem Rupert. Hallo, aber ey, du brauchst die Zuschauer jetzt nicht anschreien, deswegen. Und weil es jetzt die 9. Folge ist. Hier TDF-LP am Start. Ich weiß nicht, ich bin hyper-motivated. Okay. Weil wir jetzt bald das Spiel durchhaben, glaube ich, und wir haben es geschafft. Es auf der fast schwersten Schwierigkeitsstufe zu schaffen. Und ja. Also Mittel. Ja, ich sag ja fast schwierigste Schwierigkeitsstufe. Das ist doch voll in Ordnung. Ja, super nice. Sind ready to go, nachdem wir letztes Mal. Jetzt geht's zum Köpenick. So grazie. Ich machte mich sofort auf den Weg und betete, dass ich noch Zeit hatte. Ich musste meine Position für die Zerstörung der Rakete einnehmen. Das war schon schwer genug, aber noch schlimmer war, dass nur ein voller Treibstofftank eine Explosion auslösen würde, die stark genug war, um alle Spuren des Tabuns zu verbrennen. Mir blieb nur ein kleines Zeitfenster zwischen dem Auftanken und dem Start. Toll, ich hasse Zeit. Ich hasse unter Zeitdruck irgendwelche Spiele zu spielen. Das ist das Behindertste, was es gibt. Ja. Köpenick Launch. BAM! Was war das denn? Man hat das ihn leise gemacht. Ich hab ihn doch leise gemacht. Du hast ihn nicht leise gemacht. Dahinter war noch einer. Leise dahin. BAM! Was denn? Geht's los? Bucken wieder auf, Alter. Nee, gleich alle. Ja, ich bin ja voll in den Gegner reingelaufen aus Versehen. NP. Hier sind voll viele MGs irgendwie. Lalalalalala. Sniper. Oder? Ich brauche einen Sniper. Boah, Scheiße. Boah, sie kommen! Wo? Oh. Die Ecke! Boah, da! Boah, da kommt noch mehr! Spaß. Keine mehr. Ich glaube, das ist irgendwo ein MG, oder? Attack, aber wo attacken? Bin ich irgendwie doof? Sehe ich irgendwie Sachen? Am MG. Down. Nein, das ist das. Lol, das war wirklich einer. Den Bottle! Take her out! Oh, just dun, 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 dun. Ich werde verknallt, MG, toll. Shit. Ich will meine Beine nicht. Ich weiß. Ah, das ist doch schön hier. Das ist doch richtig herrlich. Herrlich! Es gibt zwei Missionsziele, zu welchem laufen wir? Einmal gibt es nur noch ein Missionsziel. Ab in die Kirche. Ich hab's in der Gold. Ja, okay, einer. Oh, eine Granate, Junge. Eine Grenade. I catch a grenade for you. Was war in der Küche? Küche? Kirche. In der Küche? Was war in der Küche? Ja, okay. In der Küche. Nix! Da ist vielleicht ein Goldbarren oder so, den ich übersehen habe, hab ich sicher. Ich kann hier auf jeden Fall hochklettern. Ah ja, ein Goldbarren. That's what I'm talking about. That's what I am talking about. Mann! Und wo wird denn hier auf mich geschossen? Auf dich wird noch geschossen. Hey Bitches, hört auf meinen Kollegen zu schießen. Noch irgendwo? Ach, von da. Okay, es reicht.
Oh oh. Aber du sagst auch nichts, ne? Ich war maximal verwirrt. Nice shot. Muss doch einer sein. Da ist noch einer hinter. Ganz ehrlich, scheiß drauf, lass einfach durch den Tunnel gehen. Ja, lass einfach weiter. Aua. Aua. Dankeschön. Was soll das denn? What? So, der schon. Na. Ja, der hängt da beautiful. Komm raus, Kevin. Kevin. Ein Shoutout an alle Kevins. Goldbarren. Take it! Take it! Yes! Oh mein Gott, seine Augen. Er ist super not amused, dass er dead ist. Er ist super stoned dadurch. Okay. Aber nice. Okay, der ist jetzt tot. Wo ist das Ziel da? Hier sind so viele noch so Bunkerwege und so ein Scheiß. Überfordert mich hier alles. Ich weiß gar nicht, wo wir hin müssen. Ja. I'm overfordert. Okay, ich gehe weiter. Ich weiß, was weitergeht. Schön. Ah, hier kommen wir zu den OG-Dingern. Okay. Tolle Karte. Tolle, tolle Karte. Ich komme! Okay. Oh, ich war getroffen. Es wird noch auf dich geschossen. Leute, zwei Schuss, Sniper. Im Kirchturm. Ich glaube im linken Fenster. Ja. Hast du ihn getaggt? Ja, ja. Alter. Alter, war echt hart, der Typ. Noch einer? Nee. Der hat so viel Damage gemacht, zwei Schuss, ich war down. Down, down the river. Down, down the river. Düt, 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 düt. Down, down the river. Wo sind die Gegner? Deutsche Bahn hier dazu kommt eh nicht. Ich hab scharf geschossen, Leute. Verteidiger wäre die Rakete aufgetankt. Warum? Ich dachte so nicht. Mauern. Ja, was wird? Ich sehe die Gegner nicht so wirklich.
Hier oben. Sag das doch. Oh. Lol, Alter, ist für uns reingelaufen. Hinter uns. Naja. Spaß. Da ist wieder einer. Wieder mich. Weltrekord. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Den nicht mehr. Ich hab meinen verloren. Nein, hab ich. Ah, da ist er. Ach da. Aua. Jetzt tut's weh. Weiß ich, wo ich angeschossen werde. Dann. Dann ist es da noch. Der Tod. Wow, der liegt da really. Spaß, der hat man gar nicht gesehen. Alter, das ist ja gespannt. Ich glaube, wir machen irgendwas falsch. Das kann doch gar nicht sein, Alter. Wie viel kommen denn da noch? Wie lange tankt denn das Ding? Das ist volles. Wir müssen mir mal auf den Schlauch schießen. Oh, es wird aufgerichtet. Alter, Sache. Und jetzt? Ach, warte, ein Counter. Ich muss auf das Ding schießen. Boah, jawohl. Echt? Ja, ja. Hab ich gar nicht gecheckt. Special Effects. Oh. Sweet Lemonade. Alles geht. Oh shit. Alarm für Cobra 11. Ja, das stimmt wirklich. Alter, ohne Witz. Oh, jawohl, richtig badass. Gefürchteter Scharfschütze. Oh mein Gott, Alter, was war denn das für eine coole Cutscene am Ende? Er geht einfach weg. Alter, wie badass das einfach ist. Ich bin jetzt aber, wir drücken jetzt trotzdem mal auf weiter, um zu gucken, ob wir jetzt noch was zu tun haben oder ob das jetzt das Finale war. Okay. Warten auf Antwort des Paar. Meine letzte Chance, Wolf zu erledigen, war auf der Tiergartenlandebahn. Das heißt, wir haben 18:45 Uhr. Mir blieb nicht viel Zeit. Wolf zu stoppen, bedeutete geradewegs zurück ins Herz von Berlin zu gehen. Da der Großteil der Stadt in Trümmern lag, war der einzige Ort für den Schuss wieder da, wo ich begonnen hatte. Ich musste wieder zum Brandenburger Tor. Die Stadt stand in Flammen. Die Schlacht tobte. Wie eine Vision der Hölle. Und irgendwo, inmitten dieses Feuersturms, wollte der Bastard in ein Flugzeug steigen, in Sicherheit fliegen und alle Geheimnisse des Raketenprogramms nach Moskau bringen. Es sei denn, ich konnte ihn aufhalten. Also das wird wahrscheinlich unsere letzte Mission sein. Ja, das sagst du andauernd. Aber ich, da bin ich mir jetzt ziemlich sicher eigentlich. Ich nicht. Dafür würde ich jetzt nichts ins Feuer legen von mir. Aber ich denke ja. Auf jeden Fall ja. Gut, dann. Vielen Dank fürs Zuschauen, ihr Pelikane. Entschuldigt, dass ich euch angeschrien habe am Anfang. Das war nicht meine Intention, eure Motivation! Meine Intention.
Nee, du warst übermotiviert. Ich war übermotiviert, deswegen. Ja, aber es war nicht meine Intention, ihre Gefühle nein, nein. zu verletzen. Oder so. Weil einige hatten eine schwere Kindheit, ich weiß. Und okay. Boah, er macht so. Er geht auf Kindheit. Okay. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein, ihr seid übel geil. Ja, ich bin draußen.